Eine Schiffsglocke in 110 Metern Tiefe am Grund der Nordsee. Unweit der Scilly-Inseln vor Großbritannien haben britische Taucher einen Sensationsfund gemacht. Im 13 Grad kalten Wasser entdecken sie das Wrack der USS Jacob Jones. Seit mehr als 100 Jahren fehlte von dem amerikanischen Kriegsschiff jede Spur. Klar war nur, der dampfgetriebene Zerstörer wurde 1917 von einem deutschen U-Boot angegriffen und versenkt. Torpedos rissen 66 Soldaten in den Tod, beinahe die Hälfte der Besatzung. Die eigene Bewaffnung wurde den Männern damals zum Verhängnis. Als die Besatzung in die Rettungsboote wollte, begannen die Wasserbomben an Bord zu explodieren. Viele Soldaten schafften es nicht mehr, sich zu retten und ertranken. Die 96 Meter lange Jacob Jones war der erste Zerstörer der Amerikaner, der im Ersten Weltkrieg versenkt wurde. Für Historiker ist der Fund eine gewichtige Entdeckung. Menschliche Überreste wurden keine gefunden, doch die Taucher entdeckten nach eigenen Angaben Kanonen, Torpedorohre und eine stark deformierte Propellerwelle, die von den Kräften zeugt, die bei ihrem Untergang auf die Jacob Jones einwirkten.